Radio Holiday. Heute ist der Tag der Schlange. Wir haben beim Verein Herbert danach gefragt, wie es mit den Schlangen in Südtirol ausschaut, und Ivan hat uns dazu einige interessante Informationen verraten. In Südtirol gibt es nämlich 8 Schlangenarten, wovon 5 ungiftig sind und 3 giftig. Doch ganz unterscheiden kann man sie nicht. Wir müssen bedenken, dass es in Südtirol 5 Nattern und 3 Giftschlangen gibt. Viele Leute meinen, ja, die kann man ganz leicht unterscheiden, wenn man meint, ja, die Nattern sind dünn und schlank und lau. Und die haben einen Dreieck, die haben keinen Dreieckskopf, hingegen die Füttern haben einen Dreieckskopf und. Da gibt es zwar schon einige Merkmale, die man sich eben zur Hilfe nehmen kann, aber für einen Laie ist das immer schwierig, das muss ich schon betonen. Das Einfachste, sage ich allem, ist, Giftschlangen meiden oft den Menschen, fast alle, nicht alle, meiden oft den Menschen in Südtirol. Schlangen halten sich meist auf sonnigen Plätzen auf und Ivan hat uns verraten, wie man sich denn am besten verhält in der freien Natur, um das Risiko einer Schlange zu begegnen, minimiert. Ja, das mit den sonnigen Plätzen, muss ich sagen, das stimmt ja teilweise. Weil jede Schlange hat einen Range an Temperatur. Also das heißt, sie haben eine bestimmte Vorliebe an Temperatur. Und das für die sonnigen Plätze stimmt eben teilweise. Es ist ein Ektotherm. Sie können dann über das Wort, sie können ihre Körpertemperatur nicht selber regeln. Das heißt, wenn sie sich aufwärmen wollen, dann gehen sie in einen sonnigen Platz. Aber wenn sie sich ankühlen möchten, dann gehen sie in einen schattigen Platz. Deshalb ist schon ganz wichtig für die Schlange, sich aufwärmen, aber sich auch nicht zu überhitzen, weil eine Überhitzung führt zum Tode. Deshalb suchen sie das Gelände halt so auf, dass es sei sonnige Plätze sein, aber auch schattige Plätze. Das ist ein bisschen vielleicht im Volksmund ein bisschen falsch verankert, dass man sie leicht empfindet, was heiß ist. Es muss bedenken, dass wenn eine Lufttemperatur von 30 Grad ist, wie zum Beispiel jetzt im Sommer sein kann, dann ist auf dem Boden oft 50, 60 Grad eine Stahlplatte. Und das ist tödlich für eine Schlange. Im Sommer zum Beispiel findet man die Schlangen in der Früh, bis so wird einmal 10, 11 in der Früh, wo sie sich auftanken, wo sie Sonne und Wärme auftanken. Und danach gehen sie, suchen sie mal wieder Schattigsplätze. Und danach können sie wieder am späten Nachmittag raus. Also so das einmal im Tal, im Berg oben ist auch wieder ein bisschen anders da. Schlangen findet man also überall, der Lebensraum ist vielfältig. Wenn man Kinder hat, auch da sollte man ganz ruhig bleiben, wenn man einer Schlange begegnet. Wichtig ist, wenn man Kinder hat, also wirklich keine Panik. Das ist ganz wichtig, keine Panik, weil Schlangen sind ja nicht hinterhältig und warten ja nicht auf hinter einem Buschen, sondern die Schlangen beißen zu, wenn sie umgegriffen werden. Wenn man auf sie drauftretet oder wenn man sie erschreckt. Und deshalb also, wenn man Kinder hat, wichtig ist, dass man sich halt in einem Gelände, was man nicht kennt, sie nicht frei barfuß und umlaufen lässt. Und das hängt auch ab, ist das Gelände jetzt noch ein Beispiel, ist es eine gemähte Wiese oder ist es noch eine, sagen wir, eine wilde Wiese? Sind da Hecken oder sind da keine Hecken? Sind da Steinlinsen oder sind da Steinmauern in der Nähe und. Doch wenn es trotz aller Vorsicht zum Schlangenbiss kommt, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder Schlangenbiss giftig sein muss. Denn es gibt in Südtirol jährlich nur 3 giftige Schlangenbisse. Wenn man gebissen werden sollte, dann soll man eben die Ruhe bewahren. Man soll es an der Wunde nicht ummergeln, jetzt sage ich es einmal auf gut Deutsch. Man soll die Wunde in der Ruhe lassen. Man soll jetzt nicht aufschneiden, man soll jetzt nicht abbinden, man soll jetzt nicht zusammendrücken. Man soll einfach Verletzungen ruhig stellen. Das heißt einfach, meistens wird man im Handbereich gebissen. Das soll man ruhig stellen, so wie als, dass man sich, als hätte man einen Armbruch, das hat man, einen Gürtel um den Hals und um den Arm und die Wunde ruhig stellen. Und man kann ja vor Ort gleich einmal erkennen, ob es ein Giftbiss ist oder ein Atembiss. Ein Giftbiss hinterlässt 1 oder 2 kleine Öffnungen im Gewebe und ist ein ungefähr 5-6 mm davon entfernt. Hingegen, das ist ein Giftbiss. Und hingegen ein Atembiss, da erkennt man meistens die gesamte Zahnkrone oder die Zahnreihe. Und das kann man praktisch als immer haben, das blöde Beispiel, wenn man sich als Kinder die Uhr im Arm innebeißt, dann sieht man ja die gesamte Zahnkrone. Okay, wenn es so gleicht, dann ist es da ein Atembiss. Hingegen, wenn man im 1 oder 2 Wunden sieht, einstichen, dann ist das ein Biss von einer Fipper.
Wobei, bedenken bitte, Zipfernbiss ist nicht gleich Giftbiss, weil die ersten Bisse können auch sogenannte Trockenbisse sein. So viel zum Tag der Schlangen von Ivan vom Verein Herbeton. Übrigens, man kann in nächster Zeit auch beim Verein mithelfen. Also ganz wichtig ist für uns, für den Verein Herbeton, wir sind mittlerweile 40 Mitglieder und arbeiten ganz fest in der Didaktik und in der Vermittlung von Amphibien und Reptilien. Und ganz wichtig ist für uns eben die Erhaltung von Habitaten, die wir in Zusammenarbeit mit der Forst machen und mit den verschiedenen Landesämtern und Institutionen. Was wichtig ist, wo jeder Bürger mitmachen kann und uns helfen darf, weil demnächst werden wir einen Atlas herausgeben, wo jeder Bürger kann da mitmachen. Das heißt, wenn man eine Blindschleife sieht oder eine Eidechse oder einen Grünfrosch oder eine Schildkröte, in Zypern gibt es ja auch Schildkröten, im Exoten und allochtone Arten, das darf er gern an uns mitteilen. Da kann er unter die Homepage herbeton.it initieren und da gibt es so ein Fensterle und da kann er seine Beobachtungen mitteilen mit Foto und da sind wir sehr dankbar, weil das hilft uns dann, ein besseres Bild über die Lage in Südtirol zu haben. Und anhand dieses Bildes können wir dann auch besser für den Artenschutz in Südtirol ins Einsetzen. Und das wäre ganz wichtig und da waren wir sehr dankbar. Die Hits und Themen. Radio Holiday. Radio Holiday.